Herzlich willkommen zum heutigen Media Briefing, einen Tag nach dem gestrigen Quali-Spiel. Am Sonntag steht die zweite Runde in der Tipico Bundesliga an. Wir treffen um 19 Uhr in der UPC Arena auf den SV Grödig. Bei mir begrüßen darf ich heute Marvin Botzmann und Cheftrainer Franco Foda. Franco, die Unterstützung von den Rängen war gestern super. Wie wichtig wird es auch am Sonntag sein, dass wieder alle hinter der Mannschaft stehen? Ja, die Fans sind immer wichtig, wenn man zu Hause spielt. Und ja, unsere Fans haben das in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht, haben unsere Mannschaft immer bis zum Ende unterstützt. Und ich gehe davon aus, dass das dann auch am Sonntag der Fall sein wird. Gestern die Niederlage, es bleiben nur 2 Tage Zeit, um das aufzuarbeiten. Wie wirst du die Mannschaft wieder aufrichten, dass sie für Sonntag wieder voll da ist? Ja, wir werden das Spiel auch nicht analysieren, sondern uns auf das Spiel am Wochenende vorbereiten gegen Grödig und dann wieder nach dem Spiel gegen Grödig dann mit Kasan beschäftigen. Gab viele gute Momente gestern, hatten auch einige Probleme, vor allen Dingen in der Rückwärtsbewegung, im Defensivverhalten. Das müssen wir am Wochenende besser machen. Aber die Mannschaft hat trotzdem über 90 Minuten sehr, sehr viel investiert. Jetzt ist es wichtig, dass wir gut regenerieren. Dieses Spiel hat sehr viel Substanz gekostet und gab, wie gesagt, gute Situationen. Gerade im Spiel nach vorne haben wir besser gespielt als gegen Admira. Mit mehr Tempo, mit mehr Zug zum Tor, hatten auch gute Möglichkeiten. Aber die Umschaltbewegung nach Ballverlust, eigenem Ballverlust, war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und deshalb konnten wir dann auch dieses Spiel nicht gewinnen. Ich bitte um Ihre Frage an den Trainer. Trainer, hast du den Eindruck, dass die Mannschaft ziemlich down ist, dass du sie aufwirbeln musst? Ja, sie war enttäuscht, sehr enttäuscht nach dem Spiel. Ja, aber ich habe ihnen gesagt in der Kabine, es gab gute Phasen. Letztendlich haben wir es uns selbst zuzuschreiben, weil wir einfach in den entscheidenden Situationen Fehler begangen haben, die man normal nicht begehen darf auf diesem Niveau. Aber Fehler passieren im Fußball. Durch Fehler fallen Tore. Wir haben gestern leider zu viele Fehler gemacht. Aber die Mannschaft hat trotz allem, denke ich, über 90 Minuten nach vorne ein gutes Spiel gemacht. Man darf nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben. Kasan, eine sehr, sehr gute Mannschaft mit großer individueller Klasse. Deshalb gibt es da auch keinen Grund, nachdenklich zu sein oder pessimistisch zu sein, sondern wir werden jetzt regenerieren und dann am Sonntag wieder ein gutes Spiel zeigen. Davon bin ich überzeugt. Einer, der sehr nachdenklich ist, heute ist der Martin Ehrenreich. Welche Form des Spiels, wie willst du mit ihm umgehen? Ja, aber Martin Ehrenreich hat doch nicht das Spiel verloren. Er hat eine unglückliche Situation gehabt beim 1-0, aber das kann passieren. Und er hat die Möglichkeit gehabt zu spielen. Ich bin überzeugt, er hat es im letzten Jahr oft genug bewiesen, dass er auf dieser Position gut spielen kann. Und denke, mehr brauchen wir auch darüber nicht zu reden, sondern er ist nach wie vor ein Bestandteil unserer Mannschaft und daran wird sich auch nichts ändern. Speziell, weil er sich das so herzlich. Ja, klar werden wir auch mit Martin ein Gespräch führen, aber er ist erfahren genug, er ist alt genug, um auch mit solch einer Situation umzugehen. Und ich sage immer, Fehler im Fußball passieren, gerade wenn ein Verteidiger, ich habe ja selbst jahrelang hinten gespielt in der Verteidigung, und dann ist es halt immer so, wenn du einen Fehler machst, kannst du spielen, wie du willst. Ja, da wirst du immer kritisiert und auch für das Gegentor dann mitverantwortlich gemacht. Aber er ist alt genug, er hat genug Erfahrung, um mit der Situation gut umgehen zu können. Einmal bleibe ich noch drauf. Bitte. Wenn Marvin Botzmann da sitzt, wird der Martin nach Hause kriegen, wirst du jetzt ihn wieder spielen müssen. Was ist die beste Lösung?
Ja, nochmals. Also ein Trainer hat ja einen Plan. Wir haben intensive Wochen. Ja, wir haben in dieser Woche 3 Spiele. Und wir werden auch am Sonntag wieder rotieren. Ich werde auch da wieder einige Wechsel vornehmen. Aber das hat nichts mit dem letzten Spiel zu tun, sondern einfach, weil ich wieder frische Kräfte bringen möchte und will. Und da gibt es die ein oder andere Veränderung. Wartest du Sonntag mit ihm einige Spiele? Letzten Samstag in die Admira, so den meinen Augen. Ja, kann ich nicht beurteilen. Weiß nicht, welchen Plan Grödig verfolgt, wenn sie hier in Graz spielen. Wir werden weiter unser Spiel versuchen, in jedem Spiel durchzuziehen. Das haben wir auch gestern versucht. Also wir haben uns nicht hinten reingestellt und auf den lieben Gott gehofft, sondern wir haben versucht, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben versucht, selbst aktiv zu sein. Wir hatten in der ersten Halbzeit, ich glaube, 56% Ballbesitz, also mehr als der Gegner. Ich glaube, wir waren in der Phase auch dominant. Wir haben leider Gottes zu sehr unglücklichen Zeitpunkten Gegentore bekommen, immer in der Phase, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Ja, weil bis zu dem Gegentor waren wir die bessere Mannschaft. Die Mannschaft hat ausgezeichnet, dass sie trotzdem immer wieder zurückgekommen ist. Ja, nach jedem Rückstand, das hat sie, glaube ich, auch so in dem letzten Jahr verinnerlicht, dass es immer weitergeht. Sie hat immer sofort versucht, nach vorne zu spielen. Wir haben den Ausgleich erzielt, waren dann eigentlich wieder in der Situation, wo ich persönlich geglaubt habe, jetzt drehen wir das Spiel und bekommen dann wieder durch Unaufmerksamkeiten in der Defensive nochmal ein Gegentor. Nach der Halbzeit eigentlich das Gleiche, wir kommen wieder ran, machen das 2-2. War wieder so eine Phase, wo ich geglaubt habe, ja, jetzt drehen wir das Spiel und bekommen dann wieder das Gegentor. Also so viele Rückschläge musst du dann erstmal wegstecken. Und klar, der Ausschluss hat uns dann auch nicht weitergeholfen. Und auch in Unterzahl haben wir aber trotzdem versucht, nach vorne zu agieren. Klar, wenn du nach vorne spielst, gibt es immer Räume für den Gegner. Das haben sie gestern gut genutzt. Sie haben extrem schnelle Spieler im Umschaltspiel und sie haben diese freien Räume genutzt, auch die Möglichkeiten genutzt, die sie vorgefunden haben. Aber ich glaube, das ist einfach so unsere Idee, unsere Spielweise. Und ich habe auch den Spielern gesagt, wir werden auch gegen Kasan so spielen. Und klar, gestern wurden wir bitter bestraft, aber ich bin der Überzeugung, dass das der Weg ist, wo wir dann auch in Zukunft, wenn wir weiter an dieser Spielidee arbeiten, dann auch Erfolg haben werden. Wie wichtig und befreiend wäre es jetzt am Samstag Erfolg zu punkten gegen Grödig und den Kopf klar zu kommen, zu kriegen, nachdem die ersten 2 Spiele jetzt nicht so ganz nach Erwartung gelaufen sind? Ja, Erfolge sind immer wichtig im Fußball. Das ist ja das A und O im Sport, dass du Spiele gewinnst und dass du erfolgreich bist. Klar, hätten wir uns den Start, haben wir uns etwas anders vorgestellt. Einmal von der Punktausbeute gegen Admira, wobei wir da auch, denke ich, die bessere Mannschaft waren. Und gestern, wie gesagt, habe ich eigentlich auch geglaubt, dass wir vor allen Dingen dann auch im Defensivverhalten stabiler sind. Aber man hat auch gesehen, dass halt auf der höchsten Ebene, im internationalen Geschäft, werden eben Fehler bitterböse bestraft. Dafür haben wir gestern Lehrgeld bezahlt, aber wir werden weiter arbeiten, ruhig bleiben. Und letztendlich kann ich auch der Mannschaft keinen ganz großen Vorwurf machen, weil sie immer bereit ist, alles zu geben. Und ich glaube, das spüren auch die Fans und deshalb ist auch die Unterstützung so groß. Sie haben gestern noch von einem ein kleines Wunder gesprochen, und wenn Sie eine Nacht darüber geschlafen haben, ist das nach wie vor so oder? Ja, generell habe ich mich heute Nacht eigentlich schon mit Grödig beschäftigt, ja, weil wir, gerade wenn du international spielst, hast du eine kurze Vorbereitungszeit nur auf den nächsten Gegner. Das heißt, ich habe mir das letzte Spiel am Video angeschaut. In der Nacht nach solchen Spielen kann ich eher nicht so ruhig schlafen, aber es gibt ja dann Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Ich habe dann das Spiel mir angeschaut gegen Grödig, wir werden das dann heute auch besprechen. Und ja, klar benötigt es schon ein Wunder, wenn du zu Hause 3-2 verloren hast. Du musst auswärts 2 Tore erzielen. Ja, du darfst
keins bekommen in Wahrheit, außer wenn du drei erzielst dann, oder 3-2 gewinnst, gibt es ja eine Verlängerung, aber selbst ein 2-1 würde nicht reichen. Es bedarf schon ein Wunder, aber es gibt im Fußball sehr oft Wunder. Ja, das haben die letzten Jahre oft genug gezeigt und auch bewiesen. Wir glauben nach wie vor daran. Das ist normal. Ja, dementsprechend werden wir uns dann auch nach dem Grödig-Spiel auf Kasan vorbereiten. Und ja, wenn uns dort ein schnelles Tor gelingen sollte, dann wird man sehen, ob der Gegner unruhig wird, ob sie Unsicherheiten bekommen in ihr Spiel. Aber es wird ein anderes Spiel. Wir werden auch in diesem Spiel Geduld haben, weil man kann auch in der 80. und in der 90. zwei Tore erzielen. Also wir haben es uns noch nicht aufgegeben, aber es muss doch auch einiges passieren, dass wir dieses Wunder dann erreichen. Gibt es noch eine Frage an den Trainer? Ja, Spendi hat gestern das erste Mal wieder trainiert. Wird heute und morgen mit der Mannschaft trainieren. Und dann wird man sehen, ob er schon bereit ist oder nicht. Ja, muss jetzt erstmal schauen, wie die Spieler dieses Spiel gestern verkraftet haben. Hat ja viel Substanz gekostet. Ich glaube, war ja vom Tempo her ging es ja hoch und runter. Also für die Zuschauer sicher sehr interessant zuzuschauen. Und ja, wir haben viel investiert. Wird jetzt schauen, Bestandsaufnahme machen. Wer bereit ist, welche Verletzungen es gibt, wer angeschlagen ist. Und am Sonntag werden wir schon eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen, die in der Lage ist, hier zu Hause gut zu spielen und zu gewinnen. In Grödig haben Sie ja bis jetzt eine makellose Bilanz. Ja, ich habe vor dem Spiel auch gelesen, dass ich gegen die sogenannten Ostländer auch immer gewinne. Und zwar gestern auch nicht der Fall. Also Statistiken, Bilanzen zählen im Fußball eher weniger. Aber nochmals, wir kennen den Gegner, ich habe mir sie angeschaut, haben auch Qualitäten in ihren Reihen, erfahrene Spieler wie vorne Roman Wallner. Sie haben viel Tempo mit Venuto und Schütz über die Flügel, sind im Umschaltspiel gut. Also auch da erwartet uns viel, viel Arbeit. Aber nochmals, wir spielen zu Hause. Ja, wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir wollen die ersten 3 Punkte einfahren. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe. Und dem werden wir dann alles unterordnen bis zum Wochenende. Gibt es noch eine Frage an den Trainer? Wenn nicht, dann bitte um den Wechsel. Okay. Marvin, beim SV Grödig, deinem Ex-Verein, ist ein alter Bekannter wieder big in business. Roman Wallner bekommt wieder seine Chancen. Er hat 16 Tore gegen Sturm schon geschossen, die meisten gegen Sturm in seiner Karriere. Hat er dir sein Geheimrezept verraten während deiner Zeit in Grödig mit ihm? Nicht wirklich, nein. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe nicht gefragt nach dem, weil er ist Stürmer, ich bin Verteidiger, da habe ich andere Aufgaben. Und ja. So ein besonderes Gefühl, gegen den Ex-Verein zu spielen? Ja, sicher. Es war da 2 Jahre, habe 2 schöne Jahre da gehabt. Und sicher ist schön, wieder auf alte Gesichter zu treffen. Aber ja, gegen Grödig wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Und das werden wir schaffen. Ich bitte um eure Fragen an den Marvin Potzmann. Marvin, ist man bei so einem Spiel bis gestern war, froh, dann nicht spielen zu müssen, oder? Ist das egal? Ich glaube, ein Spiel will man immer spielen, das ist eh klar. Und ja, es kann jedem passieren, so ein Tag. Das ist normal, das sieht man Champions League und überhaupt auf einem Top-Level, das passiert. Und ja, der Martin ist ein super Spieler, da gibt es gar nichts. Und ja. Sie sind im Sommer nach Graz gekommen, wie geht es Ihnen an Ihrer neuen Wirkungsstätte? Ja, also ist nicht mehr so weit entfernt von daheim, weil ich komme aus dem Südburgenland. Also haben wir auch richtig gut eingelebt da. Von der Mannschaft bin ich auch super aufgenommen worden und das Umfeld ist da top mit den Fans. Also ich kann mich nicht beklagen. Weitere Fragen an den Marvin? Sie hatten ja Gänsehaut, wie Sie das letzte Mal mit Völlig gespielt haben, oder? Ja, da haben wir aber leider 2-1 verloren. Damals in der 90. und das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen.
Das war anscheinend die Abschlussfrage. Dankeschön fürs Kommen und alles Gute am Sonntag.